Herr Dr. Knüll, Sie waren Arzt für Allgemeinmedizin. Sie setzen sich seit langer Zeit intensiv mit Nahtoderfahrungen auseinander und Sie können gut begründen, warum diese Erlebnisse keine Hirngespinste sind, sondern reale Erfahrungen einer nichtkörperlichen Existenz. Bevor wir darauf eingehen, wie kam es, dass Sie sich für dieses Thema interessieren? Vor 45 Jahren nunmehr, da gab es den Begriff Nahtoderfahrung noch gar nicht. Da habe ich einen älteren Patienten auf der Intensivstation animiert. Und dieser Patient berichtete nachher aus der Zeit seiner tiefen Bewusstlosigkeit ein Erlebnis von Licht, von Wärme, von Musik und er hatte einen verstorbenen Angehörigen getroffen. Das hat mich vollkommen aus den Schuhen gehoben, darf ich fast sagen, denn ich hatte auf der Universität gelernt, wenn man bewusstlos ist und das Gehirn nicht mehr arbeitet, dann gibt es weder etwas noch zu erleben, noch etwas zu erinnern. Und hier war beides der Fall. Ich habe dann seine Ehefrau gefragt, ich musste mir ja helfen, ob er vielleicht Alkoholiker wäre und hier eine Halluzination produziert hätte. Aber wir werden später noch hören, dass Nahtoderfahrungen keine Halluzinationen sind, denn Halluzinationen haben keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Nahtoderfahrungen haben das. Damals habe ich mich ein bisschen damit zufrieden gegeben, nun gut, irgendeine Erklärung wird es geben. Ein halbes Jahr danach erschien Moodys Buch Leben nach dem Tod. Das habe ich mir aus Interesse gekauft. Und da habe ich das erste Mal in Erwägung gezogen, dass der alte Herr eine Nahtoderfahrung gehabt haben könnte. Aber richtig geglaubt habe ich es immer noch nicht. 5 Jahre später, Sabo, ein Kardiologe, der eigentlich Moody widerlegen wollte, den habe ich gelesen, geliebt, gekauft und 20 Jahre lang allen möglichen Leuten empfohlen. Denn er stellte fest, dass der Moody mit seinen Berichten über die Nahtoderfahrung recht hat. Er bestätigte alles, was der sagt. Erklären kann er gleichwohl nicht, was da los ist mit der Nahtoderfahrung. Und er sagt dann am Ende seines Buches, da gibt es vielleicht so einen Geisteszustand um den Tod herum. Das war 1982. Inzwischen sind wir viel weiter. So bin ich zu Nahtoderfahrung gekommen. Und in der Folge natürlich Pim van Lommels, erscheinen seiner Untersuchung im Jahr 2001. Das war dann schon ein ganz anderer Schritt. Im Lancet erschienen, der Bibel sozusagen, der Medizin. Und da war das aus der Schmuddelecke der Esoterik raus. Hier wurde eindeutig bewiesen, Nahtoderfahrung gibt es und sie sind in relevanter Zahl vorhanden und werden von Menschen, die tot waren, klinisch tot waren, tief bewusstlos, im Koma lagen, sie werden von diesen berichtet. Also irgendwas ist da los. Und aus streng medizinischer Sicht, welche sind nun aus Ihrer Sicht die Hauptgründe dafür, dass Nahtoderfahrungen nicht im Gehirn entstehen können? Da können wir gerne eine moderne Arbeit aus 2018 nehmen. Die stammt von einem Neurologen aus Berlin, Herrn Jens Dreier. Der hat festgestellt, dass 3 Minuten, 3, 3,5, manchmal sind es 4 Minuten, nach dem Sterbevorgang oder beim Sterbevorgang eine riesige Entladung im Gehirn entsteht. Also nach dem letzten Herzschlag sozusagen, nach Beginn des klinischen Todes. Nach dem letzten Herzschlag, dann nimmt die Gehirnaktivität ab und irgendwann gibt es eine gewaltige Entladung, die den finalen Punkt des Sterbens der Gehirnzellen markiert. Ja, und da hat man gesagt, ja, das ist jetzt die Nahtoderfahrung. Aber was wir messen, ist nicht Bewusstsein. Was wir messen, ist nicht eine Nahtoderfahrung. Was wir messen, sind elektromagnetische Wellen. Elektromagnetisch muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind elektromagnetische Wellen. Wir messen etwas aus dem Bereich unserer Physik. Die Nahtoderfahrung, ob die zu dem Startpunkt stattfindet, das kann ich nicht sagen. Aus meiner Sicht findet sie für das, was wir wissen, vorher statt. Denn nach der finalen Entladung ist das Gehirn absolut tot, es wird nicht wieder erwachen. Niemand, der dieses Erlebnis hatte, wird wieder erwachen können und etwas berichten. Also wird die Nahtoderfahrung in der Phase stattfinden, wo das Herz schon still steht, wo es auch schon Entladung im Gehirn gibt. Das Gehirn geht ja sehr schnell kaputt. Aber in dieser Phase, wo das Gehirn nicht mehr normal arbeitet, aber noch reversibel zu reanimieren ist, in dieser Phase findet die Nahtoderfahrung statt. Und sie findet statt in einem Bewusstsein,
das viel, viel größer ist als das, was wir als unser Nachbarbewusstsein ansehen können. Man hat Erlebnisse in einer Schärfe, man sieht, man hört über Kontinente hinweg. Und es ist ganz, ganz typisch, dass die Verbindung zu der elektromagnetischen Welt, will ich mal sagen, abreißt. Wie soll man ein Lebenspanorama haben in allen Einzelheiten seines Lebens? Das ist also auch nicht so, dass das im Zeitraffer abläuft. Es gibt keine Zeit. Es werden 50 oder 60 Jahre sozusagen eingedampft auf Null und alles ist gleichzeitig. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Nahtoderfahrung außerhalb von Raum und Zeit stattfindet, in einer anderen Bewusstseinssituation. Und in dem Moment, wo wir das, sagen wir mal, versuchen zu akzeptieren, ist schwer zu akzeptieren, dass es da eine Bewusstseinswelt gibt, die getrennt ist von unserer elektromagnetischen Welt. Wenn wir das akzeptieren, dann können wir die Nahtoderfahrung ganz einfach erklären. Eine Nahtoderfahrung bei Bewusstlosigkeit und Herzstillstand ist ganz einfach zu erklären, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt darstellt. Und jetzt kommt's. Wir haben keinen naturwissenschaftlichen Beweis, denn dazu müssen wir ein Experiment machen, es wiederholen und es kommt immer das gleiche Ergebnis heraus. Das ist unsere elektromagnetische Welt. Was wir hier haben, ist, dass wir Zeugen haben. Zeugen, die bestätigen, das, was dieser Mensch da aus seiner anderen Dimension erzählt, dass eine Krankenschwester dort gestanden hat, dass ein Arzt das und das gesagt hat, dass draußen jemand angelaufen kam. All diese Dinge werden bestätigt von Zeugen. Und das sind keine, sagen wir mal, unglaubwürdigen Leute. Das sind Professoren, das sind Ärzte, die diese Dinge darlegen und die uns sagen, das ist genauso passiert und wir können es medizinisch nicht erklären. Was auch überhaupt nicht zu erklären ist, sind beispielsweise die sogenannten Peak and Darien-Erlebnisse. Wissen Sie, kennen Sie den Namen? Stammt von Bruce Grayson. Es sind Erlebnisse von Nahtoderfahrungen, die berichten von Verstorbenen, von denen niemand weiß, dass sie verstorben sind. Der erste Bericht stammt aus dem 18. Jahrhundert von einer Frau Cora Copps und die hat Peak and Darien, hat sie in ihrem Titel. Aber sie berichtet eigentlich über eine Frau, die im Sterben liegt und sie sieht ihre drei Brüder, sitzen am Bett, alle verstorben. Und dann ist aber auch der vierte Bruder da. Und alle sind ganz erstaunt und sagen, ja, Moment mal, der lebt doch in Indien noch. Der kann doch gar nicht verstorben sein. Und es dauert nicht so lange, da kommt ein Bote vorbei mit einer Nachricht und sagt immer zu, der vierte Bruder, der ist auch verstorben. Das ist nur eine Geschichte. Aber wir können das in den Nahtoderfahrungen, können wir diese Dinge auch nachweisen. Es gibt den Bericht des 9-jährigen Eddie Cuomo, ist einer von vielen. Der wird von Bruce Grayson berichtet und er ist auch bezeugt. Bruce Grayson ist einer der großen der Nahtoderfahrung. Dieser Eddie Cuomo, der hatte eine Meningitis, eine ganz schwere Meningitis. Er lag auf Leben und Tod. Und seine Eltern hatten an seinem Bett gewacht während der Zeit und er wurde dann wieder wach nach ein paar Tagen Koma. Und er sagte, es wäre wunderbar, er wäre im Himmel gewesen. Er hat seine Großeltern gesehen. Und die Schwester hat er gesehen, die war auch da. Und die hat ihm gesagt, mein Lieber, ich darf hier bleiben. Ich weiß, dass du auch hier bleiben möchtest. Es ist so wunderschön, aber du musst wieder zurück auf die Erde. Er erzählt das, der Vater hört das und ist zutiefst bestürzt, denn die Tochter soll im College sein. Und der Arzt beruhigt ihn und sagt, hören Sie mal, machen Sie sich keine Sorgen. Das sind Halluzinationen. Ja, eben nicht keine Halluzinationen. Es sind Halluzinationen. Rufen Sie zu Hause an, die Tochter, und dann wird alles gut sein. Und er geht nach Hause, dort klingelt schon das Telefon und man sagt ihm, seine Tochter wäre am Tag vorher tödlich verunglückt. Das wusste niemand. Und dieser Eddie trifft sie in dieser anderen Welt. Das sind Dinge, die können wir absolut nicht erklären. Sie sind sofort und ganz einfach zu erklären, wenn Bewusstsein, Nahtoderfahrung, Bewusstsein nicht vom Gehirn produziert wird. Dann haben wir eine ganz einfache Erklärung. Ja. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen medizinischen Aspekt, also abgesehen von den fehlenden Hirnströmen während vieler Nahtoderfahrungen, haben Dr. Bruce Grayson, den Sie erwähnt haben, oder auch Dr. Jeffrey Long, haben zum Beispiel auch festgestellt, und das zeigt sich oft bei Berichten auch, dass Menschen während einer Nahtoderfahrung sogar in einer tiefen Vollnarkose waren.
Ja. Das ist ja aus medizinischer Sicht ja auch schon fast ein Beweis dafür, dass das nicht im Gehirn entstehen kann. Für mich ist der Fall, was Narkose angeht, der am besten belegte eigentlich der von Pam Reynolds. Sagt Ihnen der Name was? Pam Reynolds, eine Amerikanerin, die ein Aneurysma hatte an der Schädelbasis. Das ist eine Situation, wenn dieses Ding platzt, dann ist das mit dem Leben meist nicht mehr vereinbar. Auf jeden Fall beim Schwerstschäden zurück. Sie wollte das operieren lassen. Es gab damals nur einen Operateur, der das operieren konnte in Phoenix. Und der versetzte die Patientin sozusagen in eine Kältesituation. Das Blut wurde runtergekühlt auf 16 Grad. Das ganze Blut 16 Grad. Es wurde außerkörperlich dann behandelt. Es lief eine Herz-Lungen-Maschine. Das Herz wurde angehalten. Man hatte keine Durchblutung mehr im Gehirn. Das Herz war angehalten. Das Blut war außerhalb des Körpers. Es wurden während dieser Zeit die Gehirnströme gemessen. Und zwar mit ganz lauten Klicks. Die hat man im Ohr, hat man so ein Ding. Der macht riesig laute Klicks. Und dann kann man die Gehirnströme messen bis runter auf den Hirnstamm. Da, wo auch die Atmung ist. Die Atmung war natürlich auch extern. Alles war extern. Die Patientin war definitiv tief narkotisiert und sie war quasi klinisch tot, herbeigeführt klinisch tot, in tiefster Narkose. Aber sie hatte ihren Körper vorher längst verlassen. Sie sah den OP-Raum, sie hatte eine außerkörperliche Erfahrung. Die außerkörperliche Erfahrung ist immer ganz besonders wichtig, weil aus dieser Zeit Zeugen entstehen, die die NATO-Erfahrung bestätigen können. Und zwar sind das Ärzte, Schwestern, Angehörige teilweise auch. Sie sieht, als sie den Körper verlassen hat, sieht sie den Arzt dort stehen mit einer elektrischen Zahnbürste in der Hand. So sagt sie, hätte das ausgesehen. Aber wer jemals in seinem Leben eine Knochensäge gesehen hat, eine elektrische, chirurgisch, die sieht exakt aus wie eine elektrische Zahnbürste. Und sie sah auch einen Baukasten, den hatte ihr Vater auch so etwas Ähnliches. Das war der Kasten, in dem die Zubehörteile lagen für die Knochensäge. Und dann hört sie eine Stimme unterm Tisch. Sie ist oben, sie sieht sich da unten. Die Stimme ist unterm Tisch und die Stimme sagt, ich finde hier keine Ader. Und sie denkt, die Stimme kenne ich. Und hinterher, als sie wieder erwacht, sagt sie, war das meine Kardiologin? Ja, es war ihre Kardiologin, aber das wusste sie nicht. Sie beschrieb den ganzen OP-Raum, alle Dinge, die dort waren, und sie konnte das alles nicht gesehen haben, denn als man sie in OP schob, da war sie schon narkotisiert. So viel zu Narkose als Möglichkeit. Eine Nahtoderfahrung geschieht mit Medikamenten, ohne Medikamente, mit Narkose, ohne Narkose. Es spielt keine Rolle. Auch Sauerstoffmangel spielt keine Rolle. Schauen Sie, wenn ein Herz stillsteht, die Atmung nicht mehr läuft, das Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann haben alle Menschen, die einen Herzstillstand hatten, einen Sauerstoffmangel und müssen also auch logischerweise alle eine Nahtoderfahrung haben. Das ist nicht der Fall. Es ist nur ein geringer Prozentsatz, der ihn hat. Es haben ihn nicht alle. Es müssten ihn sonst alle haben. Die Logik passt nicht. Außerdem gibt es umgekehrt Leute mit ausreichend Sauerstoff, Depression, Meditation etc. Die haben auch eine nahtodähnliche Erfahrung. Also alle Erklärungen passen nicht. Passen tut nur immer, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt ist, dann ist eine Nahtoderfahrung ganz einfach zu erklären und auch logisch zu erklären. Und nun ist es ja einerseits so, dass wenn man jetzt das Thema Hirntod mit einbezieht, ist es ja so, dass das EEG, also die EEG-Messung zweimal 30 Minuten innerhalb von 24 Stunden, bestätigt ja den irreversiblen Hirntod. Nun sagen aber manche wegen in Bezug auf die Nahtoderfahrung, auch wenn das EEG auf Null ist, da könnte es ja noch irgendwo versteckte Hirnströme geben. Wenn dem so wäre, müsste man dann nicht die Organspende sofort stoppen? Das ist ein zweites Thema, Organspende. Also erstmal, wenn wir feststellen, dass man sagt, da gibt es unterhalb dieser Schwelle noch irgendwelche Aktivitäten, dann muss man erstmal eins sagen, es ist unmöglich, dass ein Gehirn in diesem Zustand eine komplexe Erfahrung wie eine Nahtoderfahrung produzieren könnte.
Das sollte jeder einsehen, der bis zwei zählen kann. Außerdem messen wir wieder nur elektromagnetische Wellen. Wir messen nicht Bewusstsein. Wir messen nur elektromagnetische Wellen. In der Tat ist die Frage des Hirntodes, die muss vollkommen neu gestellt werden. Das glaube ich schon. Auch deshalb, weil es seit 2002 eben Berichte gibt von mindestens drei Professoren, von drei Professoren, die viele Fälle zusammengetragen haben, dass bei einer Transplantation eines Herzens zum Beispiel Bewusstsein übertragen wird, und zwar zweifelsfrei. Man fragt sich, warum die Transplantationsmedizin das nicht ernst nimmt. Man hätte längst eine Studie auflegen können, wo man sagt, okay, wir haben eine Herztransplantation, welche Eigenschaften hat der Spender, welche Eigenschaften hat der Empfänger? Und gleicht das dann alle Vierteljahr ab, da hätte man seit 2002 sicherlich ein paar hundert Fälle gehabt und könnte eine Aussage treffen. Diese Arbeit ist komplett ignoriert worden. Hatten Sie in Ihrer eigenen Praxis auch noch weitere Fälle von Nahtoderfahrungen? In meiner eigenen Praxis, ja, ein alter Herr, der mich anrief und sagte, Sie müssen unbedingt sofort kommen. Mein Personal stellte mir immer wichtige Anrufe direkt durch und hat die Entscheidung dann mir überlassen. Sie müssen sofort kommen. Ich habe einen Traum gehabt. Ich weiß nicht. Also Sie müssen sofort kommen. Also, und er war fürchterlich aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, also hören Sie zu, haben Sie keine Angst. Es ist alles gut. Reicht es, wenn ich heute Nachmittag vorbeikomme? Ja, ja, kommen Sie vorbei. Aber Sie müssen kommen. Ich sage, ist gut, bin ich hin. Und dann erzählte er mir, dass er mitten in der Nacht einen Traum gehabt hatte. Wunderschöne Musik, es war ein helles Licht. Er sagte, so einen Traum hätte er noch nie gehabt. Es war helles Licht da, es war Wärme, Liebe. Er fühlte sich umfangen von Wesen, die dort gewesen. Also er war eigentlich unbeschreiblich. Und mir war sofort klar, was los war. Ich kannte seine Krankengeschichte und ich habe ihm dann gesagt, ich habe mich damals schon mit Nahtoderfahrungen beschäftigt, habe gesagt, hören Sie zu, ich will Ihnen was sagen. Es könnte sein, dass Sie heute Nacht kurz tot gewesen sind. Haben Sie keine Angst. Sie wissen, da passiert nichts Schlimmes. Es geschieht nichts Böses. Sie sehen, wohin Sie kommen werden. Es ist nichts Schlimmes. Aber es könnte sein, dass Sie für ein paar Sekunden tot waren. Da schwieg er. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass Sie vielleicht einen Herzschrittmacher brauchen. Aber Sie müssen sich genau überlegen, ob Sie wirklich einen Herzschrittmacher haben wollen. Denn Sie wissen jetzt, worauf es hinausläuft. Und der Herzschrittmacher hält Sie hier möglicherweise im Leben, auch wenn Sie nicht mehr wollen. Und dann haben wir ein Langzeit-EKG gemacht und in der Tat hatte er Pausen von bis zu 9 Sekunden. Da hatte also innerhalb von 9 Sekunden eine solche Erfahrung stattgefunden. Was ist der Umkehrschluss? Nun, das ist das, was Pim von Lommel in seiner großen Studie auch sagt. Zeit spielt keine Rolle. Es können ein paar Sekunden sein, es können Minuten sein. Denn die Nahtoderfahrung findet, das ist die Logik, wenn wir über dieses Bewusstsein sprechen, außerhalb von Raum und Zeit statt. Nochmal kurz zu erinnern an den Lebensrückblick, der eben in seiner Gänze zeitablaufsmäßig stattfindet. Das ist natürlich unmöglich, da oben laufen ja keine 70 Jahre Nahtoderfahrung ab, sondern 70 Jahre Leben, aber eben außerhalb von Raum und Zeit. Und dann kann das alles gleichzeitig sein. Es gibt interessanterweise in der Quantenphysik, Quantenmechanik muss man genauer sagen, Quantenphysik verstehen die Menschen besser, auch diese Nichtlokalität, diesen nichtlokalen Raum, der außerhalb von allem ist. Ja, man nennt das innerhalb der Verschränkung, kann man das feststellen. Für meine Begriffe gibt es auch irgendeine Verbindung zur Physik, zur modernen Physik. Das ist aber Sache der Physiker und der Neurophysiologen. Dazu bin ich nicht berufen, das zu machen. Aber man sollte einen interdisziplinären Diskurs führen und die Nahtoderfahrung ernst nehmen. Also Sie haben jetzt ein paar Mal schon die Zeit angesprochen und der Skeptikern ist ja auch die Behauptung verbreitet, die Nahtoderfahrung würde nur 1-2 Sekunden dauern. Das kann definitiv nicht stimmen, weil, wie Sie auch schon erwähnt haben, beschreiben diese Menschen ja oft lokale Details, wo dann mehrere Minuten abgedeckt sind. Ja? Ja, ja. Also wie kommt man da auf die Idee, dass das nur wenige Sekunden dauern kann? Das kann ja definitiv nicht stimmen. Das stimmt definitiv nicht. Ich erinnere nur an George Ritchie, das war einer der ersten bekannten Nahtoderfahrungen, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, ist hinterher Arzt geworden. Raymond Moody hat
einen Vortrag von George Ritchie gehört und hat daraufhin seine Untersuchung zu NATO und Erfahrung Leben nach dem Tod gemacht. Ritchie war 9 Minuten nach Krankenbericht, 9 Minuten definitiv klinisch tot und hatte keine Reaktion mehr. Und erst eine Spritze ins Herz, sowas machte man damals noch, Mitte der 40er Jahre, Adrenalin mitten ins Herz, die erweckte ihn wieder. Er war 20 Jahre alt, eine Schwester hatte Mitleid und sagte, Herr Doktor, versuchen Sie das doch nochmal. Und dann kriegt er die Spritze ins Herz und er erwachte wieder. Lloyd Rudy, bei einer Operation stirbt ein Patient. Man will ihn von der Herz-Lungen-Maschine losmachen, man schafft es nicht. Man schafft es nicht. Und man erklärt ihn für tot. Und dieser Mensch liegt da auf dem OP-Tisch, das OKKG läuft irgendwie noch weiter, man hat vergessen, es abzumachen, die Atmung und alle anderen Geräte sind abgestellt, die Herz-Lungen-Maschine läuft auch nicht mehr. Aber irgendwie ist das EKG vergessen worden, macht auf dem Boden einen riesigen Haufen von Papier. Aber im Monitor sieht man nur die Nulllinie. Und Moody und Lloyd Rudy und sein Oberarzt stehen an der Tür und diskutieren, was da jetzt passiert ist. Warum haben wir den nicht von der Lungenmaschine losgekriegt? Und er sagt, es sind mindestens 20 Minuten, die wir da gestanden haben. Mindestens. Und auf einmal sieht man eine Herzaktion, man sieht eine zweite, eine dritte. Und auf einmal baut sich Herzaktion wieder auf. Rudi schreit nach dem Anästhesisten, der war rausgegangen und wollte ein bisschen was essen nach 5 Stunden OP. Alle stürzen wieder rein, treten an den Tisch. Der Patient wird nur noch mit Medikamenten behandelt. Man braucht keine Herz-Lungen-Maschine mehr. Und er wird gerettet. Aber man hat unheimlich Sorge wegen seines Gehirns. 20, 25 Minuten ohne Sauerstoff bei stillstehendem Herzen. Er liegt im Koma, wacht eine Woche später auf, Rudi besucht ihn und der Patient ist vollkommen klar. Das ist auch was ganz Verrücktes. Egal wie lange diese Phasen bei Nahtoderfahrungen dauern, wenn sie wieder zurückkommen, die genesen, die haben keine Schäden im Gehirn, also keine messbaren, können sich erinnern. Der war also 20 Minuten weg. Und was erzählt er, Rudi? Er sagt, er hat eine Lichterfahrung, eine Tunnelerfahrung gehabt. Wir werden, können noch darüber die Tunnelerfahrung sprechen. Das ist eigentlich eine Lichterfahrung. Er hat dieses Licht gesehen. Das hat Rudi nicht beunruhigt, weil das hat er schon gehört. Naja, sterbendes Gehirn, vielleicht sowas. Und dann beschreibt dieser Mann den gesamten OP. Wer wo gestanden hat, wer etwas was getan hat. Er sieht am Monitor Zettel kleben, eine ganze Reihe von Zetteln. Diese Zettel waren erst während der Operation an den Monitor gekommen. Die hatte eine Schwester dorthin geklebt. Es standen Telefonnummern drauf, die Lloyd Rudi nach der OP anrufen sollte. Das konnte der Mann liegend unter seinen Laken mit abgeklebten Augen nicht gesehen haben. Und er beschreibt diese ganze Situation. Das ist verifiziert durch den Oberarzt, das ist verifiziert durch Lloyd Rudi, einer der bedeutendsten Herzchirurgen. In Montana, in seinem Heimatstaat, hat man ihm einen eigenen Tag gewidmet. Also wir reden hier nicht über Esoteriker, die dir irgendwas berichten. Und mir reicht dieser eine Fall. Es gibt einen schönen Spruch von William James, der heißt, wenn man beweisen will, dass nicht alle Krähen schwarz sind, dann reicht eine weiße Krähe. Karl Popper, der Philosoph, der hatte das mit Schwänen, schwarze Schwäne und der eine weiße Schwäne und der eine schwarze Schwan. Wenn wir also eine weiße Krähe haben und diese 20 Minuten sind eine weiße Krähe in Bezug auf die Sekunden, die das angeblich dauern soll, dann müssen wir die Theorie von den Sekunden fallen lassen und müssen eine neue Überlegung anstellen. Und dann kommen wir wieder dazu, eine Nahtoderfahrung ist ganz einfach zu erklären, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt darstellt. Ich glaube, dass eines sehr interessant ist, und zwar die Tatsache, dass die Menschen während ihrer Nahtoderfahrung dieses Lebenspanorama erleben. Dieses Lebenspanorama eben in allen Einzelheiten. Jeder Gedanke ist verfügbar. Alles, was jemals in die Wirklichkeit, in unsere Realität geholt wurde, ein Gedanke, ein Wort, eine Tat, alles ist verfügbar. Alles. Und man erlebt das alles, und zwar auch aus der Sicht derer, denen man möglicherweise Böses angetan hat. Man erlebt schlimme Taten, die man getan hat, bis in alle Tiefe, als würde man selbst derjenige gewesen sein, der es erlitt. Das halte ich für eine ganz bedeutende Geschichte. Denn das
würde bedeuten, dass wir viel verantwortlicher leben sollten und viel verantwortlicher mit allem umgehen sollen, was wir tun oder lassen. Es nützt auch nichts, das ignorieren zu wollen. Wenn also irgendjemand sagt, ich begehe trotzdem irgendein Verbrechen, das ist mir völlig egal, es nützt nichts. Es wird ihm am Ende in irgendeiner Weise auf die Füße fallen. Er wird es selbst am eigenen Leib erleben. Man wird übrigens nicht zum zweiten Mal Opfer. Also wer etwas erlitten hat durch Dritte, die Mutter, die ihr Kind verloren hat durch irgendeine böse Tat, wird nicht am jüngsten Tag sozusagen mit dem Täter konfrontiert und muss ihm vergeben. Sie wird den Täter nicht sehen. Der Täter wird die Tat sehen, aber die Mutter wird ihr Kind erleben. Das ist auch sowas. Die Menschen, die da oben hinkommen, erleben die, die sie lieben, vollkommen intakt, in größter Blüte, schöner als es je überhaupt vorzustellen war. Haben Sie sich im Laufe der Zeit auch Gedanken darüber gemacht und vielleicht auch Antworten gefunden, warum sich offenbar manche Menschen so sehr dagegen wehren, dass es so eine weitere Existenz nach dem Tod geben kann? Warum das so ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich war lange Zeit Atheist, dann Agnostiker. Inzwischen, wie gesagt, halte ich mich für einen absolut gläubigen Menschen. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum da diese... Ich glaube, das meiste ist die Angst vor dem Tod. Ja? Der Tod ist nach wie vor ein Mysterium. Aber wenn man weiß, dass es den Tod eigentlich gar nicht gibt, dann kann man vielleicht von dieser Sorge ablassen und sagen, ja, ich will, es soll das Ende sein und so weiter und dann ist gut und ja. Aber es ist die vierte Frage. Die vierte Frage Immanuel Kants. Ja, die erste ist, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die vierte ist, was ist der Mensch? Die ersten drei Fragen können wir beantworten. Was kann ich wissen? Ja, ich kann das wissen über Naturerfahrung, was ich weiß. Ich kann das wissen über Quantenphysik bis an die Grenzen. Danach geht es nicht mehr weiter. Was darf ich hoffen? Ja, ich darf hoffen, dass mein Leben auf irgendeine andere Weise sich vollendet. Aber das scheint ja genau dieser Punkt zu sein, der bei manchen Menschen anders ist. Also bei manchen scheint das ja eine Horrorvorstellung zu sein, dass man weiter existiert. Ja, dann kann ich nur sagen, dann haben Sie die Naturerfahrung nicht verstanden. Die Naturerfahrung ist ein Erlebnis, man kommt in eine Umgebung von unvorstellbarer Liebe. Von Liebe, von Geborgenheit, das ist so schön. Diane Morrissey, die eine Naturerfahrung, die sagte, es gäbe nichts Besseres als Tod, es gäbe nichts Besseres als Sterben. Wobei man schon auch dazu sagen muss, dass es auch negative Naturerfahrungen auch gibt. So ist es. Wir wollen die nicht unterschlagen. Ich habe in meinem Buch ein Buch geschrieben und in dem habe ich ein eigenes Kapitel für die negative Naturerfahrung. Die hängen möglicherweise, es ist zu wenig erforscht, darüber wissen wir nichts, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie mit Lebensweise, mit der Art des Todes, Suizid etc., dass sie damit zusammenhängen. Wir wissen es nicht. Aber der Tod ist definitiv nichts, was wir zu fürchten brauchen. Und wenn Menschen begreifen, dass das der Fall ist, Nahtoderfahrene haben keine Angst mehr vor dem Tod. Sie wünschen ihn sich sogar herbei. Das heißt, das betrifft auch Agnostiker, Skeptiker, betrifft auch diese Leute, die vorher sagen, dass wir das alles gar nicht gibt und dass sie das alles gar nicht wollen. Auch die betrifft es. Das, was Sie eben ausgesprochen haben, kann nur Leute betreffen, die keine Nahtoderfahrung hatten. Wer eine hatte, wird von dieser Sichtweise abrücken. Herr Dr. Knüll, vielen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem Thema und alles Gute Ihnen. Vielen Dank.